Yay, und nochmal dahin rennen. Und nochmal hin swaggen. Swag, 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 swag. So, Platte, Platte. Levelausgang, Platte. Ja, geschafft. Das war voll knapp und so, glaube ich. Und die hat euch daran gehindert, alle Noten zu sammeln. Nein, ich habe nicht alle Noten gesammelt. Oh. Oh. So ein Scheiß. Ja. Ja, Neko Swag. Oh. Oh. Wie viele Noten habe ich eingesammelt? Ich hab doch alle. So, da, die Welt. Welt. Welt, ich will da rein. Ich brauche einen Backflip. Blackflip, genau. Wow, wir haben einen ganzen Jinjo. Das kann nur gut werden. Ach, hier haben wir den Baus. Baus des Levels. Der ist nämlich voll schwierig und so. Wir müssen ihn dreimal hauen. Oh mein Gott, es ist so schwierig. Er haut zu und wir können kontern. Oh mein Gott, und wir müssen aus der Reichweite gehen. Oh mein Gott, und er greift an. Es ist so spannend. Oh mein Gott. Oh nein, er greift schon wieder an. Oh mein Gott, er kann sich so viel bewegen. Oh mein Gott, es ist voll spannend. Und jetzt können wir kontern. Ja, Konter, voll gekontert. Oh mein Gott. Und jetzt greift er wieder an. Oh mein Gott, er verfolgt mich so hart. Es ist nicht mehr auszuhalten. Diese Spannung ist unglaublich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, kann ich kontern? Nein, ich kann immer noch nicht kontern. Er greift an. Er ist in der totalen Rage-Mode. Oh mein Gott. Und oh, er lässt einfach kein Fenster offen zum Angriff. Oh mein Gott, nein, was soll ich nur tun? Und jetzt kann ich angreifen. Oh mein Gott, nein, er hat gegenangegriffen. Nein, nein, ich werde sterben. Nein, ich habe gewonnen. Das war schwierig. So. Ja, all die Noten. Ich habe immer noch eine krumme Anzahl. Mann, gib mir noch eine glatte Anzahl, damit ich mich beruhigt fühlen kann. Oder so. So, wir haben ja ein unglaublich schwieriges Rätsel. Und er sagt, löse mein Rätsel und du gewinnst ein Preis des Textes zusammen. Und oh mein Gott, wie könnte die Lösung zu seinem Rätsel nur sein? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Es ist so schwierig. Es sind lauter Buchstaben hier. Und da steht Benjo-Kazooie. Was könnte das nur zu bedeuten haben? Ach, ich probiere einfach mal ein R. Verdammt, hat nicht geklappt. Verdammt. Ein U. Nein, auch nicht. Okay, nachdenken. Was könnte ich nur tun? Was könnte ich nur tun? Vielleicht ja mal ein B. Oh mein Gott, B. Und dann doch nicht etwa noch ein A. A? Oh mein Gott, A. Und dann doch nicht etwa ein N. Da, ein N. Boah, richtig. Ich kann es ja kaum fassen. Dieses Rätsel ist so schwierig. Ich verstehe nicht, warum ich damals damit so Probleme hatte, ehrlich. Das hat mich so... Ich habe damals so lange gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, einfach den Namen da zu schreiben, der da an der Wand steht. Oh mein Gott. Naja, egal. Jetzt tippen wir den Rest noch normal zu Ende. Und dann noch ein X. X, 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 X. Nenn ich auf irgendeinem Baum oder so? Baum... Baum. Ah, auf einem Baum. Oh mein Gott, ich erinnere mich an dieses Spiel. Nein, und nein, nicht das Puzzleteil. Nein, nein, nein. Fuck, jetzt habe ich das Puzzleteil irgendwo hinfallen lassen. Au. Ich do not Puzzleteil. Da oben ist es noch, okay. Ich dachte jetzt... Nein! Fuck that shit. I don't want to fail. Au. Pain. Ich kann es schaffen, ein Puzzleteil einzusacken. Kann ich es schaffen? Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe ja selber nicht mehr dran geglaubt. Und damit haben wir das Level abgeschlossen. Jetzt fehlen uns noch die Honigfarben. Die sind wahrscheinlich einfach nur draußen auf... Waren hier noch welche? Waren hier noch Puzzleteile? Ja, hier liegen ganz viele Puzzleteile auf dem Weg. Ist das alles ekelhaft. Ah, Noten, cool. Ich glaube, hier war auch irgendein komisches Minispiel, von wegen, spiel das nach. Das zeigt sich nur uns gerade nicht, weil die Kamera was dagegen hat. Eine famose Tip-Top-Kurve, nur neuestes Werk zum... Ja. Das ist ein bisschen... Wow, ich bin so beeindruckt.
Jetzt müssen wir erstmal noch eine Zeit. Wir haben in ein fucking Level 2 Zeitmissionen eingebaut. Und jetzt auch noch so ein Scheiß, wo man hier nochmal balancieren muss auf Zeit. 10 Sekunden soll ich da drüben sein? Wie soll ich das machen? Oh fuck! Nein! So close! Fein Bullshit! Ah, hi! Gleiten? Das ist nicht Banjo-Tooie, Mann! Die ist einfach im Speedrun. Hey, das klappt! Das klappt! Oh mein Gott! Wow! Und ich falle jetzt trotzdem runter. Großartig. Nein! 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 Wo sind meine... Nein! Das kann nicht sein! Oh, schon wieder tot. Oh, Botte, halt die Klappe. Mit drauf! Ach, hier war der Schall. Okay, dann sind wir direkt richtig. Und Note und Räder und Note und Räder und Note und Räder, Note, Räder, Note, Räder, Note, Räder, Note, Räder, Note, Räder, Note. Okay, 3, 2, 1, los. Los! Ich bin schneller als du. Das ist mit die epischste Musik im ganzen Spiel. Deswegen werde ich jetzt die Klappe halten. Oh hey! Yay! Boah! So ein hartes Rennen! Ah, wenn man springt, ist man schneller. Gut. Gut zu wissen. Boah, abkürzen! Da! Und. Oh hey! Oh, fuck! Oh, ich hab's geschafft, euch! Aber jetzt muss ich noch schneller sein! Verdammt! Nein! Ich muss schneller sein als du! Komm schon, du bist nicht so schnell, wie du denkst! Hallo, na? Du kommst gerade richtig zum epischen Rennen des Jahrhunderts und so. Ach, da ist noch ein Sido-Schädel. Und Noten, was? Ich hab da Noten vergessen? Oh mein Gott! Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal das Rennen gewinnen! Oh, du Fettsau, lass mich hier durch! Epic Win! Oh yeah! Wo war jetzt nochmal Boggy? Ich glaube, der hat mich doch nochmal zu einem zweiten Rennen als Banjo herausgefordert. Das war es nämlich. Au. Das war mein epischer Auftritt. Ja, genau. Okay. Stimmt! Mit den... Ach du Scheiße, mit den Schuhen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das könnte jetzt noch etwas dauern. Fünften Gang einlegen. Komm, lass mich vorbei. Ich will doch nur überholen, Mann. Ja, ich bin vorne. Jetzt könnte es was werden. Komm schon, ich kann es schaffen. Oh, fuck that. Nein. Ich will nicht, dass du mich überholst. Ach, verdammt. Oh, mein Stick. Ich rutsch gleich ab, ey. Das ist. Komm, 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 komm. Nein! 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 Verloren. Verdammt. Meine Güte. Zweiter Versuch. Das könnte noch ein bisschen dauern, aber egal. So. Diesmal werde ich versuchen, nicht vom Stick abzurutschen. Lass mich ruhig. Ja, ich bin dran vorbei. Sehr gut. Jetzt kann es nur noch gut werden. Ah, oh, Snowrunner Kazooie ist unterwegs. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so auf den Chat eingehen kann, aber ich muss mich halt hier gerade drauf konzentrieren. Deswegen nehme ich auch noch keine Musikwünsche bei Banjo an. Ich meine, er müsste mich hier überholen, weil er hier irgendwie so einen Speedboost hat. So, jetzt lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. So, jetzt nicht nochmal. Oh,
Boah. Das wäre jetzt fast nochmal derselbe Fehler gewesen. So, jetzt auf der Zielgeraden nochmal überholen. Ach. Ja. Komm. Ein Walross kannst du nicht besiegen, aber ein Vogel mit Turnschuhen, weißt du? Noch ein Versuch. Na, da, gib dir Mühe. Ich geb doch schon alles, Mann. Du hast nur mal wieder Raketenantriebe in deinen scheiß Schlitten eingebaut, seitdem du von einem verdammten Walross besiegt worden bist. So. Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Da, jetzt kriegt er wieder diesen epischen Speedboost. Woher nimmt er den? Nein, du kommst nicht vorbei. Verdammt. Oh, Speedrunner-Techniken hier. Übersprungen. Yes, überholt. Komm schon. Das könnte klappen. Komm. Yes. Wieder verloren. Obwohl ich Raketenantriebe in meinen Scheißschlitten eingebaut habe. Willst du bitte wieder aufs Glas gehen? Dankeschön. Exakt. So. Dürfte ich mich jetzt bitte zurück verwandeln? Oh. Nee, halt. Unverkocht. Yay. Da fällt dir noch so gerade was ein, was du noch machen willst und zack, drehst du um und bist tot. Weil es. Man konnte mit dem Kürbis auch noch den Cheat holen. Hier musste man hier rüberspringen, nämlich. Tot! Goddammit! Steuerung. Jetzt. Ansvoll. Was ist das für eine Scheiße? Alter! Ich gebe mir meine neuen Leben aus. Meine unendlichen neuen Leben. Weil die wahrscheinlich gar nicht mehr so unendlich sind, wenn ich hier weiter so mache. Dadam. Mach das gleich mit Tastatur, ey. Gott verdammt! Mann. Da wollte er schon wieder runterrennen. Oh, danke schön, ey. Achso, könnte es sein, dass wir hier vorhin das Ganze verlangsamt haben? Gott. Wahrscheinlich fängt das sich gleich an zu drehen. What the fuck? Jetzt, es wird langsamer. Rückwärts, Alto, und schnell runter, nicht so weit runter, tot. Großartig. Ist das immer noch so? Nein! Fuck that shit. Oh man, dieser Raum, ey. Ultrasprung. Ultraskills. Oh, Ultraskills geschafft. Ja. Ja. Oh, warum tauchst du, Benjo? Bist du das Wahnsinn? Ach du Scheiße, da unten ist ein Delfin. Warum erinnere ich mich denn daran nicht mehr? Weil die, warum ist. Oh Gott. Wie hat sich das denn bitte gerade angehört, ey? Wie so ein Anfang von einer Creepypasta oder sowas. Ich muss irgendwie den Anker hochbekommen. Was mache ich das denn? Moment, musste man nicht irgendwie über den Anker da rein? Das hört sich ja richtig schlimm an, ey. Aber ich meine, man musste auch hier irgendwie an dem Anker entlang hoch. Und damit haben wir Vorwürfe keinen gemacht. Was ist das hier? Ah, der Anker. Wir können den Anker hochmachen. Wir können den Delfin befreien. Sehr gut. Meine Hand ist trotzdem eingeschlafen. Oh. Oh, was?
Der Anker hätte den normal in der Mitte sauber zerteilt. Holy fucking shit. Was ist das für ein brutales Spiel? Okay, los geht er. Oh yeah. Endkampf, das Quiz, Leute. Oh yeah, Teleport aktiviert. Und wir kommen zur ersten Frage. Wie viele Wege in Mad Monster Menschen führen? Was? Was? Wie? Was? Acht? Oh, falsch. Okay. Welchen Gegenstand musst du vom Boden heben, um diesen Ton zu erleben? Extra Leben. Extra Besen. Hey, ich krieg einen extra Besen. Und Finisher! Boom! Da geht's down.